Ja, mit der Kugel hat das leider nicht so funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte. Also ich bin ganz zurück zur Burg gelaufen, in den Raum rein, wo das Schlüsselloch war, das so rund war. Hat aber leider nicht gepasst. Also bin ich wieder zurück in den Turm, hab dann da die Kugel reingesetzt, hab mit dem Geist gesprochen und bin jetzt zurück in die unterirdische Stadt gelaufen. Gesprochen habe ich bisher nur mit ihm. Von der Karte habe ich nichts aufgedeckt, weil wir hatten zwar vorhin schon ein kleines Stückchen, aber ich wollte nicht aus Versehen in die Gegend reinlaufen, die ihr noch nicht gesehen habt. Also fangen wir von vorne an. Den Teleporter haben wir nicht benutzt und den will ich auch nicht benutzen. Ich will erstmal alle Gebiete abklappern, die ich so sehen kann. So, hier waren die ganzen Geschäfte. Da waren auch eigentlich ein paar nette Sachen drin, also sollten wir nochmal durchgehen. Truhen mit ganz vielen komischen Schlüsseln, die wir nicht gebrauchen konnten. Doch ein Schlüssel, diesen Feuer irgendwas. Dafür haben wir ein Schloss gefunden. Aber für die Smaragddinger noch nicht. So, noch eine Truhe mit noch einem Schlüssel. Und der Nachricht, dass es nicht besonders gut läuft, dass sie sich den Kampf stellen wollen. Stand er gerade zusammengekauert auf dem Boden? Na gut, uns soll es gleich sein. Was aber noch echt praktisch wäre, wenn wir jetzt einen Lehrer finden würden hier drin. Also wenn der einen am Eingang überlebt hat und sein komischer Schatten, wovon ich ausgehe, dass es ein Kind ist, dann haben vielleicht noch andere überlebt. Also in einem Zustand überlebt, den man Leben nennen will. Denn es ist schon komisch, dass wir unser Level up hatten und die Punkte nicht verteilen konnten. Also gehe ich einfach davon aus, dass man einen Lehrer braucht. Weil hier. Achso, ja, noch haben wir das Level up nicht, aber es müsste gleich kommen. Oder ich habe mich da einfach irgendwie dumm angestellt. Dass man nur was anderes drücken muss oder rüberziehen oder was auch immer. Aber das mache ich dann gleich, wenn ich das Level up habe. Ja, das Schwert. Naja, doch, es funktioniert, aber so gut ist es gegen die Biester dann auch wieder nicht. Ah, wahrscheinlich sollten wir eigentlich noch gar nicht hier sein, ne? Sondern erst auf dem Piratenschiff. Naja, schauen wir, wie weit wir kommen. Aber wir verbraten ganz schön schnell Mana und Lebenspunkte hier. Axt hatten wir, glaube ich, ausprobiert gegen die Viecher, aber es hat nichts gebracht. Ah ja, das ist unser Punkt. Ich kann nichts ziehen, ich kann nur weiterklicken. Journal. Nee. Da wird nur beschrieben, was wir bisher alles gemacht haben. Gegenstände runterschmeißen, das sind die Zaubersprüche, die wir haben. Das ist der Spielbildschirm. Also, da können wir auch nichts verteilen. Ne, brauchen wir wirklich einen Lehrer oder irgendeine andere Option, wo man das einlösen kann. So, hier war der Sonnenschlüssel, den haben wir aber noch gar nicht. Und hier war der komische Stein. Da ist schon mal der Sonnenschlüssel, das war es auch in der Truhe. Hier sind wir letztes Mal gestorben, oder? Ja, dann heilen wir uns doch lieber erstmal nochmal hoch. So, ganz vorsichtig. Euren Schlägen weiche ich mal einfach aus. Wenn ich denn schnell genug bin. Ja, aber die Taktik scheint gut zu funktionieren. Also in den Kommentaren von 2, 3 Videos vorher wurde geschrieben, dass ich doch einfach, sobald der Gegner ausholt zum Zuschlagen, zurückgehen könnte. Das probiere ich jetzt mal ein bisschen aus. Weihwarmblut.
granitene Haut des Schutzes für eine Minute. Ah, immer diese kurzzeitigen Buffs, das mag ich gar nicht. So, da drin war aber sonst nichts. Naja, der Stein, aber da können wir nichts machen. Was ist mit dem Ding da? Ah, okay. So, also da unten die Ecke noch kurz abklappern. Da wird wohl nichts sein, aber der Vollständigkeit halber. Oh, da wird doch was sein. So, da ist der Eingang. Rechts an. Aha! Ja. Und schon ist unser Lebenspunkt, unser Mana leer. Aber wir haben hier ein paar Heiltränke über. So. Gucken, ob das so eine Falle war oder ob jemand gezaubert hat. Weil hier lang fliegen tut gerade. Ah, doch. Und rein und um die Ecke. Die Dinge kennen wir ja auch noch. Also wird das hier so anstrengend wie der Magierturm, nur viel, viel, viel größer. Das motiviert doch. Das ist echt riesig. Naja, halt eine richtige Stadt, ne? Oh, ich höre was Schleimiges. Noch ein Portal? Na komm, wo bist du? Ich höre dich. Oder ich hab dich gehört. Hört sich echt eklig an. Ah, das werden die Smaragd-Dinger sein. Ja, das funktioniert ganz gut. Eins, zwei. Ah. Okay, einmal zuhauen, zurück. Ah, braucht noch ein bisschen Übung. Aber an sich scheint das recht effektiv zu sein. Ich will jetzt nicht wissen, wie viel Mana und Heiltränke ich dadurch verschwendet habe, dass ich es vorher nicht so gemacht habe. Aber gut. So lernt man halt dazu. So, hatten wir noch einen von denen? Ja. Oh, da sind gleich ein paar mehr drin. Aber es ist kein Freifahrtschein. Denn die Steuerung ist ganz schön träge. Na komm. Na. Weh, wir sterben jetzt schon wieder. Apropos sterben, ich sollte mal abspeichern. So, LP 09. So. Jetzt versuchen wir es mit unseren wenigen Lebenspunkten hier durchzukämpfen. Da haben wir gerade leer gemacht. Ist hier eine Truhe? Ja, schön. Ein stählerner Kreisschlüssel? Die sind doch eigentlich für die Burg gewesen. Hm. Na gut. Also gibt es hier drin drei verschiedene Schlossarten. Und die Teleporter. So, dann gehen wir doch mal rechts an der Wand lang. Ich will wissen, wie groß die unterste Ebene hier total ist, bevor wir alles wirklich Stück für Stück abarbeiten. Die Frage ist doch, ob wir es überhaupt sollten. Wenn das Gebiet wirklich schwerer ist als das andere, dann verbrauchen wir hier quasi Ressourcen. Und wirklich was bekommen tun wir nicht. Okay, wir bekommen Level. Aber mit denen können wir nichts anfangen, weil wir keinen Lehrer haben. Das heißt, vielleicht sollten wir doch erst die Muschel benutzen und in das andere Gebiet gehen. Um da einen eventuellen Lehrer zu finden. Ups, das wollte ich nicht. Oh. Ah, wenn man ein Gebiet verlässt, dann kann man hier seine Punkte verteilen. Ja, jetzt kommt die Qual der Wahl.
Hiebwaffen sind Äxte und Hämmer, Langwaffen sind Speere und Lanzen, obwohl wir bisher nur Speere gesehen haben. Stichwaffen sind Schwerter. Und Fernwaffen sind klar. Also denke ich mal Stichwaffen. Denn wir haben jetzt schon zweimal Schwerter gefunden. Und allgemein sind Schwerter auch die Waffe der Wahl in alten Rollenspielen. Also Stichwaffen. Dieser dunkle Schatten. Ein Baum? Nur wenige Berge können sich mit ihm messen. Sind wir ganz woanders rausgekommen? Ah, alter Baum. Ja, wir sind den nördlichen Ausgang bei der Stadt aus Versehen raus. Da ist eine Zugbrücke. Na gut. Aber wir wollen hier nicht lang, wir wollen zurück. Und wie genau wirkt sich das jetzt aus? Wir sind kompetent in Stichwaffen. Macht die dadurch jetzt mehr Schaden? Nö, immer noch 1W12. Vielleicht treffen wir besser oder können häufiger angreifen. Schauen wir mal, wo ist der nächste Gegner? Ich höre was rumkriechen. Boah, ist das verwinkelt. Ah ja. 1, 2. Nee, wirklich schneller angreifen tun wir nicht. Und mehr Schaden kann ich nicht wirklich beurteilen, weil die Angriffe ja immer zufällig viel Schaden produzieren. Noch so eine Axt als Schalter? Oh. Dieses Bettzeug ist für mich kein Hindernis. Ja, schön. Das ist dann die Latrine, oder wie? Ja, nee, da können wir auch gerne wieder raus. Wir können gerne wieder raus. Ich dachte, jetzt sind wir auf ewig in der Latrine eingesperrt. Das wäre ein unschönes Ende. So, mehr Schleim. Nee, noch eine Falle. Ah, das heißt, immer hier am äußersten Rand lang fliegt die Faust. Als wohl so eine Art Schutzmaßnahme. Wovor auch immer. Also, momentan uns, klar, aber die Stadt war ja früher eine Stadt von normalen Menschen und nicht eine Stadt von dem dunklen Feldherr. Aber ja, das sind die Dimensionen der Stadt. Ich muss dreimal nachhaken, bis ich wieder auf die andere Seite komme. Ja, eine Vorratskammer wäre jetzt echt schick. So voll mit Heiltränken. Oder ein Bett, das wir benutzen können, um zu schlafen und voll zu regenerieren. Das wäre echt toll. Oder ein Händler, wo wir unsere Waffen verkaufen könnten und eventuell eine neue bekommen. Und zurück und vor und zurück und vor. Ja, wir sparen definitiv 1, 2 Heiltränke so. Das ist knapp. Gleich wieder abspeichern. Blub. Na gut, zurück zum Kartenrand. Dann speichere ich ab und pausiere ganz kurz, bis wir wieder volle Lebenspunkte haben. Obwohl, wie viele Heiltränke haben wir eigentlich noch? Ach, wir haben noch mehr als genug. Die verbraten wir mal. Und sonst wird das hier echt zu einfach, wenn ich alle 5 Minuten einfach pausiere und voll hochregge. Dann ist ja wirklich nicht mehr eine Herausforderung da. Sobald wir unter 5 Heiltränke oder so fallen, dann können wir damit wieder anfangen. So, jetzt sind wir. Ah, okay. Da unten kamen wir raus, wenn wir von der dunklen Laterne kommen. Oder von der Burg. Das ist ja derselbe Kartenabschnitt. Da oben geht's raus zu dem Baum. Da haben wir vergessen nachzugucken. Und hier wird dann noch ein Ausgang sein, irgendwo auf die Karte. Ist das ein Katapult? Ja.
Gute Krieger sollten im Kampf sterben und nicht auf diese Art. Naja, wahrscheinlich sind sie im Kampf gestorben und einfach hier aufgespießt worden. Trotzdem ziemlich trostlos. Also von der Stadt nach Westen. Tempel des Mondes und Totenstadt. Aber dann müssen wir erstmal über eine Brücke rüber. Über eine bewachte Brücke. Ah, nee, nee. Da warten wir noch mit. Gehen wir zurück zur Stadt. Und dann gehen wir am besten beim Südausgang gleich wieder raus und zurück zum Turm, um da dann die Muschel zu benutzen, um weiterzureisen. Denn es wird schon einen Sinn haben, dass die Hauptquest uns nach und nach bestimmte Dungeons durchlaufen lässt. Obwohl, so eine Tür können wir nochmal angucken. Da ist gleich noch ein Viech. Also wenn wir jemals einfach nur Monster töten wollen, um zu leveln, dann gehen wir wieder hierher zurück. Oh, und die geben sogar recht viele Erfahrungspunkte. Ich meine, wir sind hier gerade erst aufgestiegen und haben jetzt schon wieder 10-15% vom Level. Das ist doch ordentlich. Aber diese Schalter sind komisch. Ah, eine Truhe. Die wollen wir haben. Komm, stipp, 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 stipp. Oh, okay. Ein Heiltrank, eine schwarze Hälfte der Leere. Die weißen hatten wir ja schon. Doommast regeneriert alle verbrauchte Mana. Die hatten irgendwie nur in Anführungszeichen 50 D10. Also selbst wenn es schlecht läuft, ist unsere Mana voll. Apropos Mana. Immer schön zwischendurch heilen. Für was anderes brauchen wir die Mana ja nicht wirklich, weil die Zaubersprüche werden bei uns nicht so stark sein. Weil unsere magischen Fähigkeiten nicht sehr hoch sind. So, jetzt müssten wir mal genau an die Ecke kommen. Nicht ganz an die Ecke, weil hier müsste dann auch eine Faust lang laufen. Oder wir laufen gerade auf der falschen Seite. Ja, stimmt. Als wir das erste Mal hier reingekommen sind und mit dem Typen gesprochen haben, ist uns ja auch keine Faust in die Seite geflogen. Jut, jut. Nee, da wollen wir nicht rein. Wir wollen da raus. Und dann gab es eigentlich nur einen Weg bis zu der Kreuzung, wo wir uns entscheiden können, ob wir rechts zur Burg wollen oder links zur Laterne. Gegenüber von Parseval. Genau da. Wir wollen zur Laterne, ganz kurz rein und dann links rum wieder raus. Was doch ganz schick wäre, wenn die Monster respawnen. Also, dass man so ein bisschen hochleveln kann, in Anführungszeichen. Und wenn sie noch ein paar mehr random Gegenstände droppen könnten. So wie Heiltränke zum Beispiel. Da muss man sich ja nicht so einen Kopf machen. So, wo war der Ausgang? Der war auf der anderen Seite. Oh.